Hörgeschichten auf YouTube. Das klingt schon langweilig, oder? Was aber, wenn du Einfluss auf diese Geschichten hast? Genau das ist in der Grandors Hörgeschichtenwelt der Fall. Du wirst zum Teil der Geschichtenwelt und kannst damit den Verlauf der Story mitbestimmen. Eine Geschichte, in der du zum tragischen Helden, beliebten Frommschwarm oder dem mysteriösen Fremden mit seinem dunklen Geheimnis werden kannst. Das alles kannst du sein und viel mehr. Was du dazu tun musst, ist deinen Charakter, wie du ihn in einer Geschichte haben möchtest, mit einem Namen für ihn oder sie, sowie Aussehen, Charaktereigenschaften und je nachdem Fähigkeiten in einem Kommentar unter diesem Video oder den zukünftig kommenden Videos zu beschreiben. Diese Beschreibung wird dann als Vorbild für eine solche Figur in einer Geschichte verwendet. Um Bescheid zu wissen, ob dein Charakter in der nächsten Geschichte vorkommt und was das ungefähr für eine Geschichte wird, gibt es jeweils ein kurzes Infovideo. Falls du einen Charakter beschrieben hast und noch keine Reaktion darauf kam, keine Sorge. Wir tun unser Bestes, jedem Charakter gerecht zu werden und darum kann es schon mal etwas dauern, bis er eine Rolle spielt. Generell gilt, dies ist ein Experiment mit einem noch unerfahrenen Team. Es kann somit zu Verzögerungen kommen. Dennoch versuchen wir alles, um dir den Spaß an den Geschichten und deinem Mitwirken an ihnen zu ermöglichen. Zu dem Kanal selbst sei gesagt, es ist für den Anfang vorgesehen, dass jede zweite Woche Hörgeschichten erscheinen. Das ist für YouTube-Maßstäbe natürlich eine enorm lange Zeit und ehe man sich versieht, sind der Kanal und die Idee vom Zuhörer wieder vergessen. Allerdings besteht unser Team eben aus ganz normalen Menschen, die sich aus freien Stücken und ohne große Gegenleistung dazu bereit erklärt haben, Arcandors Hörgeschichtenwelt zu unterstützen. Alle Mitwirkenden haben ein eigenständiges Leben, das sie jetzt mit YouTube zu kombinieren versuchen. Ein Beispiel dafür ist das Equipment, welches momentan für die Hörgeschichten benutzt werden soll. Wie man eventuell heraushört, spreche ich in diesem Video über ein Headset. Das ist für die Soundqualität natürlich nicht besonders gut und alles andere als professionell. Da haben wir aber auch schon den entscheidenden Punkt. Wir sind keine Profis. Das Team besteht aus Amateuren. Jetzt werden vermutlich schon einige Zuhörer sagen, ja, dann mach doch gar nichts erst so minderwertigen Mist und lasst es sein und schalten ab. Es ist euer gutes Recht abzuschalten, Arcandors Hörgeschichtenwelt zu vergessen, zu den professionellen YouTubern mit ihrem Aufgebot an Mikros, Mischpulten und Tonstudios zu gehen. Ihr könnt uns aber auch eine Chance geben und uns, wenn ihr unsere Arbeit gut findet, unterstützen. Es ist eure Entscheidung. Stört ihr euch an der noch niedrigen Qualität oder betretet ihr Arcandors Hörgeschichtenwelt und seid ihr Teil einer Welt aus Fantasie, Drama, Tragik, Emotionen, Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen und manchmal auch dem Alltag aus einer anderen Perspektive? Es liegt an euch. Alle zwei Wochen gibt es montags das Infovideo, mittwochs eine reguläre Hörgeschichte aus Arcandors Kurzgeschichtenkiste und freitags die Community Story mit eurem Charakter als Haupt- oder Nebenprotagonisten. Um unsere Zuhörer aber nicht eine Woche komplett auf dem Trockenen zu lassen, besteht die Möglichkeit eines Hörvlogs, bei dem Themen verschiedenster Natur angesprochen werden. Ob dieser regelmäßig erscheint, können wir aber zum derzeitigen Punkt noch nicht garantieren. Da dies hier sozusagen das erste Infovideo ist, kündige ich für diesen Mittwoch, den 6.2., die Hörgeschichte Ein nächtlicher Spaziergang an. An dieser waren beteiligt Autor und Sprecher Arcandor, Schnitt Ready Red Pepper, Illustration Cecile Xerox, Musik Real Road Tone, dessen Kanal ihr in der Videobeschreibung findet. Aufgrund der kurzen Zeit wird diesen Freitag noch keine Community Story erscheinen. Beim nächsten Mal in zwei Wochen geht es dann aber definitiv damit los. Ich bin Arcandor und ich freue mich auf viele neue Einwohner in meiner Hörgeschichtenwelt. Auf Wiederhören.